Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. This is a message for Tyler Bell. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Das verspricht einiges. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Die Gäste bisher mit der ligaweit besten Auswärtsbilanz. Sie zeigen auswärts richtig starke Leistungen in dieser Saison. Und entsprechend gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Kurze Flanke jetzt. Und die Balleroberung, wichtig. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Guter Vorstoß, kann was werden. Das ist es vielleicht. Kein guter Abschluss hier. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Schön dazwischen gegangen. Sie stellen die Räume im Moment sehr gut zu. Ja, das sieht gut aus. Hat jetzt Anspielstation. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Und da wird kein Tor draus. Der Torwart hat ihn. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schönes Zuspiel. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Fairer Einsatz hier. Jetzt haben sie den Ball. Was macht er da? Völlig unbedrängt läuft er mit dem Ball ins Aus. Ballverlust. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Der Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Der Angriff könnte was werden. Super gelöst. Den Ball hat er. Macht er gut. Gute Aktion. Da ist die Flanke. Das hätte gefährlich werden können.
Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Da ist die Chance. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Jetzt der Schuss. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Kann er was draus machen? Was ist das für eine super Atmosphäre hier, Buschi? Die Fans gehen richtig ab. Und da macht es natürlich richtig Spaß, dabei zu sein. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das könnte vielleicht was werden. Und damit ist der Ball weg. Fuchs. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Gute Aktion, gut geklärt. Stark gemacht, das könnte was werden. Das muss es sein. Noch ist die Chance da. Sieht gefährlich aus. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Ja, das hätte was werden können. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Und das ist der Ballverlust. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt ist es gefährlich. Gefährlich. Er versucht. Der Ball war ziemlich harmlos. Fängt diesen Ball ab. Klasse Pass. Er fasst sich einfach mal ein Herz und zieht ab, aber zu weit weg und damit einfach für den Torwart. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Ritter. Gute Aktion. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch und das ist das Entscheidende. In den freien Raum. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Ja, guter Pass. Ballverlust. Sie verlieren den Ball. Tolles Zuspiel. Kann er was draus machen? Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und wieder gibt's eine Ecke. Jetzt der Eckball. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball.
Sie machen schon sehr früh Druck. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Was macht er draus? Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Schwache Aktion, Ballverlust. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Den Ball hat er, ganz souverän. Guter Pass. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Er macht eine gute Partie. Sehr aufmerksamer Auftritt. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Kommt jetzt die Flanke? Flanke bleibt hier also ergebnislos. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Er lässt sich da nicht aufhalten. Und da ist der Ball wieder weg. Da wäre Platz für den Konter. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Die Riesenchance. Der Konter war Weltklasse, der Abschluss eher nicht. Nee, Wolf. Und jetzt werden sie sich natürlich ärgern. Das war eine richtig gute Chance. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Da wäre Platz auf außen. Super dazwischen gegangen. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Jetzt gibt's Abstoß. So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben nochmal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft nochmal pusht und sie nach vorne spielen werden. Ja, mit viel Übersicht. Das ist noch gefährlich. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Schönes Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. 3 Minuten sind es noch. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt haben sie den Ball. Da trennt er ihn vom Ball. Und das ist der Ballverlust. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Jetzt der Ballverlust. Hartes Einsteigen. Das riecht nach Platzverweis. Jetzt fliegt er vor Platz. Da geht er aber auch nicht gut hin. Er ist ja sonst auch eher der Mann für die Tore. Zweikämpfe sind nicht so sein unbedingtes Spezialgebiet. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab.